Was kann ich für Sie tun? Willst du reden? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Ja, nur wenn es sicher ist. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Ich finde die Stimme von Tali einfach nur so herzergreifend. Okay. Wisst ihr was, liebe Freunde? Wir haben jetzt wieder eine ganze Weile rumgequatscht. Es wird Zeit, wieder auf Mission zu gehen. Abenteuer erwarten uns. Massenportal. Und zwar... Ja, und zwar... Abstürzendes Schiff retten. Was haben wir denn da gemacht? Hä? Moment. Abstürzendes Schiff retten? MSV Broken Arrow. Ja, das machen wir doch mal fix hier. Anomalie geordnet. Scans melden ein verlassenes Schiff auf einer rapide abnehmenden Umlaufbahn über dem Planeten Ionos. Die Registrierung nach müsste es die MSV Broken Arrow sein. Laut Unterlagen hat das Schiff eine wichtige Munitionsfracht geladen. Wenn niemand eingreift, stürzt das Schiff auf Ionos ab. Höchstwahrscheinlich genau an der Stelle von Fargon, der größten Menschenkolonie des Planeten. Gav-Signaturen an Bord der MSV Broken Arrow geortet. Alles klar. Gav-Signaturen. Das heißt, wir sollten am besten einen Ingenieur dabei haben. Krieg ich hin. Soll ich mal Mordin mitnehmen? Ich will Jack nicht mitnehmen. Wir nehmen mal Jacob mit. Mordin hatte ich eben dabei. Samara nehmen... Kümmern wir uns gleich drum. Wir nehmen nochmal das anfängliche Team. Komm. Ah, das machen wir. Das geht doch. Gut, dann nehmen wir uns hier die Singularität. Ihre Singularitätssphäre macht mehrere Feinde für einen längeren Zeitraum handlungsunfähig. Oder... Der Wirkungsbereich ihrer Singularitätssphäre erhöht sich. Ich weiß nicht, ich glaube, das erste klingt ganz geil. Maximalanzahl von Zielen 6 Stück. Hier sind es 4. Ich nehme das. So. Jacob. Alte Nase, du. Rang erwerben. Alles klar. So. Ihre Barriere ist nahezu undurchdringlich und hält sogar schweren Waffenstand. Aufladezeit 12 Sekunden, Dauer 60 Sekunden, Schildstärke 100%. Ihre Barriere hält einige Sekunden länger, vielleicht die entscheidenden. Ich nehme die verstärkte Barriere. Södele. Miranda. Oh. Oh. Machen wir erstmal das. So, Mirandas Koordination des Teams gewährt dem Waffenschaden der Gruppe einen erhöhten Bonus. Mirandas taktische Führungsqualitäten lassen niemanden im Stich. Die Gruppe erhält einen erhöhten Gesundheitsbonus. Ich würde sagen, ich nehme das. Waffenschaden geht immer. Södele. Das zeigt auch, dass wir Miranda lange nicht dabei hatten. Natürlich! Alles, was ich liebe, ist ein Countdown. Lesen, nein. Kann ich jetzt nicht. Umgehen.
Wir müssen hier schnell durch. So. Zack. Ja. Zack. Seht ihr das? Ich habe das Gefühl, ich bin hier mega langsam. Zack. Aber irgendwie steuert sich das auch hier so komisch. Feinde! Oh. 8. So. Die Party ist schon vorbei. Schiffsstatus. Maschinenstatus. Maschinen ausgefallen. Die Energieversorgung wiederherstellen. Energiekopplung reaktivieren. Warnung. Eintritt in die Atmosphäre erfolgt. Aufschlag auf Planetoberfläche in Kürze. Lebenserhaltung. Systeme beschädigt. Hülle beschädigt. Atmosphäre wird ins All gesaugt. Systemausfall. Navigation offline. Maschinenraum. Okay, hier ist alles ausgefallen. Maschinenraum. Hier sind wir doch richtig, würde ich sagen. Oh oh. Au. Oh. Schilde. Wo habe ich denn jetzt eben eine gekriegt? So. Ist jetzt mal gut hier. Und online. Jetzt kann mir nichts was anhaben. Oh, 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 au, au, au. Bam. Okay, ich würde sagen, Sniper-Action. Aua. Ich würde sagen, so eine Glasbarriere eignet sich nicht gerade. Oh, ist hier noch einer? Nein. Wir müssen uns oh. Hier ist alles voll. Schnell. Au. Bom. Für sowas ist immer Zeit. Überlasst die ihre Systeme. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Alter Boden. Au, au, au. So muss es sein. Oh, was bin ich denn gerade so schlecht? Okay. Schnell. So, Maschinenraum ist wieder online. Glaube ich. So. Was ist das? Ich werde das Ding starten. Haltet mir den Rücken frei. Okay, du willst es so. Errichte eine Barriere. Umgehen. So. Nein! Okay. So. Dann haben wir das hier. So. Maschinen wieder in vollem Gang. Maximale Leistung. Würde ich sagen. Trotz Beschuss. Oh. Diese laute Musik. MSV Broken Arrow stabilisiert. Die restlichen Guests haben den Kampf eingestellt. Die Kolonie ist in Sicherheit. 125 Erfahrung gewonnen, 7500 Credits, 2000 Iridium. Das war's. Ich muss mir mal demnächst angewöhnen, das ein bisschen runterzustellen, also von meinen Kopfhörern her. Ich krieg ja hier wirklich nur einen Knallschaden. So. Ich mach das jetzt noch ein bisschen leiser.
Für mich. Für mich. Vielleicht ein bisschen. So. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Kein Problem. Ungelesene Nachricht. An die Normandy, besten Dank. Raphael Cologne, Gouverneur der Kolonie Fargon, Jonas, Crew der Normandy. Wir haben Ihre Identität über die Undock-Daten an Bord der MSV Broken Arrow ermittelt. Wie es aussieht, hat Ihre Crew unsere Kolonie vor einer Katastrophe bewahrt. Sie haben nicht nur die Geth besiegt und verhindert, dass das Schiff auf einer Flugbahn auf dem Planeten abgestürzt ist, die unsere Kolonie zerstört hätte, sondern Sie haben auch fast 100 Munitionskisten gerettet, die beim Aufprall des Schiffes vernichtet worden wären. Dank Ihnen sind wir in Sicherheit und können die Arbeit der Broken Arrow fortsetzen, die Kolonien an den Grenzen zum Gebiet der Geth mit Waffen zu versorgen. Im Namen der Einwohner der Kolonie Fargon möchte ich Ihnen unseren ewigen Dank aussprechen. Kein Problem, my friend, das bin ich. An Grunts Commander, Schamane Ortnot. Verdammt, ich hasse diese Dinge, aber Sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Krant und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen. Aber unser Volk stirbt. Für Kurgana war das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir Ihren laborgezüchteten Grunt. Okir war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan. Und das kann man von den meisten auf diesem Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten Sie alle getötet haben, werde ich auf Ihre Gräber pissen. Ja, Schamane Urtnot. Der Junge ist richtig fix dabei hier, du. Zack, zack, zack. Er pisst auf die Gräber. Geht doch nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal Samara helfen. Die gute alte Samara. Dun, 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 dun. So, nein. Umlaufbahn. Andocken. Tschak, tschak, tschak. Bam, bam. Jetzt geht es wieder in die Disco. Disco, Disco, da, da. Upsala. Ich muss hier meine Gläser ganz lassen. Dieses Geräusch erinnert mich immer wieder an den Formel 1 Wagen. Ganz im Ernst. Jetzt treffen wir nochmal Aria wieder. Der liebe Aria. Oh yeah. So, Samara, du bist mit dabei. Komm und zieh. Und du, mein Freund. Dich hatte ich nämlich auch lange nicht mehr dabei. Das ist schön. Auswählen. Ach so. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad-Yakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adad-Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Aria T'Lok sie überwachen lässt. Danke. So hoch ist die Sterberate hier? Ist das euer Ernst? Moment, wer ist das? Gavorn. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Ich niemals. Tote Watcher? Nein, darüber weiß ich gar nichts. Aha, na klar. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Sind Watcher nur ein Problem? Werden die Watcher von jetzt an noch ein Problem sein? Es wird sicher nicht mehr so schlimm wie früher. Sie vermehren sich schnell und sterben jung. Solange wir das unter Kontrolle behalten, ist alles in Ordnung. Okay. Was machen Sie hier? Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Aria sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Watcher vermehren, wird sich das schon bald ändern. Okay. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Tja. Lassen Sie mich rein. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Tja, ich gehe rein, mein Freund. Aria.